So ihr Lieben, ich möchte mich dann jetzt doch mal für den Cliffhanger am Ende der letzten Folge bei euch entschuldigen, aber hin und wieder mache ich das einfach viel zu gerne. Tut mir leid, aber dafür werden wir jetzt auf jeden Fall ganz schnell den König in Gelb beschwören. Wir haben ja von Antun alles bekommen, was wir dafür brauchen, wenn auch die Umstände ein bisschen eigenartig waren. Wir legen das Stück Haut also jetzt mal in die Schüssel und gucken, was passiert. Eine Katze. Mr. Wild has chosen you. Oh, das ist aber nett. Wo ist er denn? Genau. Where is he? You called him, he answered. You can see him now. This room is the same as before, except for this yellow cat that just showed up. That is him. The king in yellow is Mr. Wild. Mr. Wild is the king in yellow. Ja, das habe ich schon verstanden. Herr Wild ist eine Katze. Mr. Wild is a cat? Mr. Wild is the name of his earthly being. The body has an essence, a soul. That soul is the king in yellow. You can think of yourself as a lucky man. He lost to eat human skin. But I think he chose you because of the circumstances. Welche Umstände? What circumstances? Strange is the night when dark arises. On a strange night like this with a full moon. Stranger still is the lost man, lost in Carcassa Woods. Dr. Hathor sang today's circumstances in sorrow. But the king loves this song. Und was jetzt? So what now? As the king in yellow. I'm just his servant. I have to talk to a cat. Is this man one of Hathor's patients on the loose? ja gut. Reden wir mal wieder mit Katzen. Da bin ich ja nicht ganz unerfahren. Das haben wir bei Gibbes neulich noch gemacht, ne? Also, mal gucken, was er zu sagen hat. Ich hätte gern deine Erlaubnis, nach oben zu gehen. Ich muss mit Hathor sprechen. I would like your permission to go upstairs. I have to talk to Hathor. The king says you are not allowed. You may, though, go to his room. Eh? If I don't go upstairs, how... where can I find his room? There is a passage leading to it. The king will not help you find it, but neither will he obstruct you. Wunderbar, das ist diese Passage da rechts, die zugemauert ist, würde ich sagen, ne? Was machst du da? Was ist los? What are you doing? What's going on? I'm not allowed to see it. Bitte? Er darf es nicht sehen. You're free to step inside. Though beware, it is a one-way pass. Once you get in, there is no coming back. You will have to find another way out. Oh nee, oder? Okay. Entschuldige mich. Excuse me. Bin ich ja echt gespannt, was da kommt, aber wir gehen rein. Was soll's? Lucas said it's not possible to come back. Am I really ready to go in? Ja. I'm going in. What is this place? It's like I entered into a hellish nightmare. And there's no going back now. Okay. Schauen wir uns das mal an. Der guckt aber komisch. Antun Ferro Istarski. Okay, draußen der Kerl hieß auch Antun. Da gab es doch diese Büsten. Da war doch auch einer dabei, der so hieß, oder? How is this possible? I remember this painting from the orphanage. Okay, Priester, Kinder. My brothers and sisters from the orphanage. Horrible souls deserve a horrible fate. Die Nonne? My mother. The only person who stood up for me. Das klingt gerade nach der Geschichte, die Antun draußen auch erzählt hat, oder? My father. He used to tell me I'm nothing but a sin and called me God's degenerate. I must be losing my mind. Mother, is that really you? Das war eben noch nicht offen, oder? Wir gucken noch mal hier. Kelly Sue Drayton.
Hilft mir jetzt auch nicht weiter, oder? Reden wir mal mit der Mutter. Warum sehe ich dich? Das Gemälde aus dem Waisenhaus. Wie ist es an diesen Ort gekommen? Wir fangen oben an. Why am I seeing you? It is time. I'm always with you. Okay, wir machen weiter. The painting from the orphanage. How did it end up in this place? You see what you want. Lies. In the real painting, I was standing by your side, and there were no other children. Your existence is changing. You have no family anymore, son. Follow me. I'll help you find your woman and child. Mother? Jetzt müssen wir uns langsam die Frage stellen, welcher Realität Nikolai wirklich ist. Also ist es tatsächlich noch die reale Welt oder hat er hier schon Visionen, die sich hier langsam zeigen oder offenbaren? Wir gehen auf jeden Fall mal weiter und gucken mal, was passiert. I was waiting for you. Demonic slave. Where is she? Where's my Hallo? Ist er tot? Warte im Haus, erforsche das Schloss, ein Ort im Wald. Hier ist nichts passiert. Guck mir jetzt noch mal alles an. A giant bowl made out of clay, filled with what seems to be some type of oil. Vielleicht ist jetzt irgendwas mit diesem Bild hier passiert. We left it on the table, with its front side facing the wall. Now it's up again, looking at me with those mean eyes. Ja. Also, das muss ja alles eine Bedeutung haben, was hier gerade passiert. Baumgemälde. Hier ist aber eigentlich sonst nichts Neues, ne? Nehmen wir runter. Kann sie noch was beitragen? Der Kamin ist voller toter Krähen, ja? The fireplace. It's full of dead crows. I know. I put them there. Why? To get rid of the bodies, why else? But I am all out of matches, so for now they just have to lay in the cold. You don't mind, do you? No, not at all. It's your house. But you're my guest. It's my duty to make your stay comfortable. This woman and her house are beyond salvation. Okay. Never mind. Ich will weg. Will echt hier weg. Also das zum Thema Warte im Haus. Es steht hier aber immer noch, okay? Können wir zurück in den Ort? I should wait here for now. Ja. Aber auf was? Also wenn alles ganz dumm gelaufen ist, bin ich ja Nikolai jetzt losgeworden. It's locked. Hätte ich das jetzt noch nicht tun sollen? Ich weiß es nicht. The path the old lady told me about. It's too dark and terrifying. Aber er geht. All sorts of negative emotions are hitting me in this blackness and I can't see a thing. I need light. Hier geht's nur zurück. Ich habe aber nur eine Bibel, ich habe gar kein Licht.
das so gut ist. Geht's aber auch nicht weiter. Nee. Und auch keine Hotspot-Hilfe. Also in der Tat braucht er Licht. Und da ist die Frage, wo wir das bekommen. Kann uns vielleicht die Vera noch weiterhelfen? Oder wir müssen tatsächlich den Kamin anzünden und irgendwie einen glimmenden Holzscheit oder sowas mit hinnehmen. Ich fantasiere jetzt mal, weil am Ende des Tages gibt es gar kein Holz hier irgendwo. Im Wald gibt es kein Holz, okay. Nur dieser Engel. The Catechism says, after an angel decides to sin, he falls from heaven and becomes a demon. Ja, wissen wir. Ah, guck mal einer an. Hast du zufällig ein paar Streichhölzer übrig? Do you happen to have any spare matches? You are afraid of darkness. Look into the angel's vase. Take what you find. I will. Thank you, Madame Vera. Na gut. Excuse me. Dann werden wir hier welche finden. Hoffentlich. The Catechism says, after an angel decides to sin, he falls from heaven and becomes a demon. Ja, müssen wir den jetzt irgendwie mit der Bibel bearbeiten? I dare not to try this. Ja, was soll ich denn machen? Ach, das ist die Vase, Entschuldigung. Dachte, ich muss ihm irgendwelche Bibelverse vorlesen und dann... I can see a matchbox. Which I'm taking. And a strange crucifix that looks more like a weapon of sorts. I believe it could kill a beast. As long as I'm trapped in this valley, I might need it. And since Vera wrote I could take whatever I find in here, I'm taking that too. Alles klar. Dann gehen wir doch erstmal den Kamin anzünden. Und vielleicht können wir das Holz anzünden. Das Holz, das Kreuz. Es wird natürlich die nächste Prüfung für ihn sein, in seinem Glauben so fest verankert, jetzt Kreuz anzuzünden. Aber wenn es hilft, bitte. Gehst du rein? Ich würde sagen, wir geben ihr mal die Streichholzschachtel. I have some spare matches for the fireplace. Here, take a few. For the crows. Oh, thank you. Können wir noch mal reden? Nein. Never mind. Können wir das Ding anzünden? Sie macht es ja offensichtlich nicht. I should contemplate more about this decision. Okay, können wir das Kreuz anzünden? I think that's not possible. Dann gehen wir mal hoch, gehen runter und gucken, ob sie in der Zwischenzeit das Feuer auch anmacht. Dieser Teppich, der macht mich auch noch fertig. Sie kniet wieder, der Kamin ist immer noch aus. Hideous. It's full of dead crows. Dozens and dozens of them. Okay. So kommen wir nicht weiter. Never mind. Warum macht sie das Ding denn jetzt nicht an? Müssen wir noch Holz reingeben? This feels wrong. Ja.
Nun, ne? Eine Lampe. Die können wir doch gebrauchen. Do you mind if I take this lamp? That dust collecting thing is here because I inherited it with the house. Go ahead, but don't forget to return it. Sometimes it gets very dark in this valley. Without a lamp, I could get lost. Darker than this? It appears to be empty. I need to find some oil to make it work. Ja. Hast du Öl? Nein. Never mind. Ach, Moment, ätherische Öl oben, oben, oben. Jetzt hat's Klick gemacht. So. Das müsste klappen. This should be enough. Alles klar, wir können in den Wald. Mir gefällt immer noch die Sache mit Nikolai nicht. Ist die Frage, ob wir ihn überhaupt noch mal wiedersehen. So, wunderbar. Eine Abladestelle. Oh, Two different kinds of footprints here. Fresh footprints. Ich kann auf keinen Fall sicher sein, dass einer davon zu Victoria gehört. No way I can be sure one of them belongs to Victoria, but this proves Vera was right. She wasn't imagining the whispers from the woods. Ich frage mich, woher kann meine Schwester den Aufseher kennen? Wo haben sie sich getroffen? I wonder. How could my sister possibly know the warden? Where did they meet? He was looking for her last night, before the incident. And then they talked afterwards here. Why? In den letzten Jahren muss ich hier... Entschuldigung, in den letzten Jahren muss ihr etwas passiert sein. Something must have happened to her in the last few years. Both of our parents perished, and now... our bloodline is cursed. It's not a fairy tale. It's our reality. Ich muss zum Landhaus gehen und Nikolai sagen, dass ich recht hatte. I have to go to the lodge. Tell Nikolai I was right. He can do whatever he wants after that. I did my part. I'm leaving. No one can judge me or condemn me after. Huh? Huh? No. No. Get off! Get off! Get off now! No! I have to get out of here immediately. Ja, bitte, machen wir. Ich habe so gedacht, der geht auch noch um die Ecke, ne? Dann wäre das Spiel hier wahrscheinlich fertig gewesen. Und jetzt bin ich echt gespannt, ob wir überhaupt Nikolai finden können im Landhaus. With a bit of God's help and quick feet, I may be able to get to the lodge, then straight to the station before the last train leaves. Ja, dann mal schnell. Oh, my back. It hurts so bad. I haven't walked so quickly since I was a first grader. Jo, wir gehen mal rein. Was ist denn hier passiert? It's empty, but I can see some fresh drops of blood in there. Disgusting. Das ist nur von der Haut, aber von der weißt du ja nichts. Die Königin Gelb. I'm not climbing up that thing. It looks unstable. Besides, I have no reason to do it. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt an die Büsten kommen. All alone here? Where's everyone else? Where's your owner?
Come over here, through the passage. Kein gutes Gefühl, aber wir tun's. Was ist hier los? The king says you are here to see that friend of yours. Ja. Ich versuche Nikolai zu finden, nicht einen Freund. I'm trying to find Nikolai, not a friend. I don't know the man's name, but since we don't get many visitors, that must be him. If you find him, tell him he owes me a pack of matches. I had to light a lot of candles because of him. Okay, Streichhölzer kann ich dir geben, wenn das dein Problem ist. Warum? Was ist passiert? Why? What happened? When he got in here, all the lights in the lodge went out. I've never felt a stronger, more bone-chilling draft in my life. Wo ist danach hingegangen? Where did he go afterwards? Certainly not back through the lobby, as the door was closed. He could only have gone in one direction, into the tower. And from there, who knows? This building is full of secret passageways. Was hat den Luftzug verursacht? What caused the draft? I don't know. Something from the tower, I suppose. The king does not want to tell me. He's playing awfully coy about it. Nikolai hat den Luftzug nicht verursacht. Nikolai didn't cause the draft then. Yes, he did. This hallway leads to Mr. Goldin's room, where a friend was headed. He caused the draft. Könntest du nach oben gehen und nach ihm sehen? Ich kann in der Lobby warten. Could you go upstairs and check for him? I can wait in the lobby. No. I've never been in this part of the lodge before. Never in the tower. And never in the warden's room. No way. He's your friend. You should go. Ich habe dir schon gesagt, dass nicht mein Freund ist. I already told you he's not my friend. Whatever. You have no choice. The king is telling me you have to go in there. At one condition, though. I won't see him anymore. So you have to pay for his debt. What would that be? I will give you a clue. What do I need to repel darkness in the lodge? Licht? Also, du musst aufhören, an deinen König zu glauben, oder ich fühle mich nicht wohl dabei, in den Turm zu gehen. Könntest du ihm einfach ein paar Informationen für mich geben? Ja, wir machen das Erste. You need to stop believing in that king of yours. Turn to God instead. I need something that makes fire, that's all. Pay for the debt and I'll let you go upstairs. Okay. Wer ist dein König? Ich will's aber auf jeden Fall wissen, ne? Who is your king? The king in yellow. He who opens passages. Where is he? Spiritually, everywhere. Physically, right now, in the lobby. And yellow. Eine Katze ist dein König? A cat is your king? He is everyone's king. He only chooses to appear as a cat. Do not deceive yourself in thinking he is merely a pet. He gets angry easily, and you don't want to get him angry. Okay, dann geben wir ihm mal die Streichhölzer. Here, Nikolai's debt. You may go into the tower now. Ich weiß noch nicht mal, ob ich das will. Hallo. Where are you going? Now that I have this matchbox, I have work to do. Couldn't you at least wait here? Sorry, sir. I wasn't supposed to even see the hallway. I'm sure that god of yours will help you get out of there. Wait! I could have just left this town. Sometimes I don't understand myself. Okay, zumindest habe ich die leise Hoffnung, dass wir Nikolai wiederfinden können. Ja, die Gemälde gucke ich mir jetzt nicht nochmal an. Ist wahrscheinlich ein großer Fehler. Merken wir dann. This room appears empty, but the candles are still lit. Okay. Was haben wir denn hier? Gehstöcke. Ah! Gibt also ein paar mehr. Na gut.
The book's title is An Inhabitant of Sabor. Ja gut, willst du es aber nicht nehmen? Also ich finde hier nichts außer dem Schreibtisch und dem Loch im Bild. A couple of books regarding the human mind and a quill that was used on a piece of paper to draw. Wooden twigs tied with tiny threads, or plant roots. Three triangles tied in the middle, with another twig. This is beyond my interest of knowing. It must be witchcraft, or something to worship the devil. Okay, hier haben wir noch Symbole. Seven symbols, all very different from one another. The round one could be an iteration of the accursed evil eye. Ja, hilft mir jetzt aber auch nicht weiter. Alles gesehen, okay. It's hollow beneath the floor here. Okay, wir gucken uns nochmal den Außenbereich an und dann machen wir gleich das Loch hier klar. A dense fog rises above the lake, creeping inland. I could be wrong, but there seems to be something reflective at the end of the hole. I'd need something long enough to reach it. Gehstöcke, natürlich. Hätten wir auch schneller haben können. Using one of these might help me to reach the end of that hole. The Warden's secret passage. Alles klar. It could be a trap, but I have no other choice. I have to descend. It was a harrowing walk. There was no light. Every step I made was a danger. The child at the end of the pier surely must have seen Nikolai and the Warden come out of here. I should ask. Okay. Hier geht's also wieder zurück. Reden wir jetzt noch kurz mit Antun? Das machen wir noch, ja. Will ja nicht schon wieder einen Cliffhanger produzieren. Hi, little one. Can I ask you some questions? I'm not little one. I'm Antun. Okay, das könnte jetzt natürlich eine Viertelstunde dauern, gefühlt, aber wir machen es trotzdem. Also, Antun, hast du jemanden aus den Tunnel kommen sehen? Antun, have you seen anyone coming out of that tunnel? I saw you. That is good, but anyone before me? Two men. One had the eyes of a dead man. Wo sind sie hin? Where did they go? They drove away with the boat. Disappeared into the fog. Die Augen eines toten Mannes. War er tot? Eyes of a dead man. Was he dead? He was breathing. The warden dragged him. Oha. Das heißt ja nichts Gutes. Kommst du oft hierher? Do you come here often? Fishing. Yes. So you know the warden? Of course. He is always good to me. Always gives me food. Says I have to gain weight. Denkst du, er hat den anderen Mann in die Anstalt gebracht? You think he took the other man to the asylum? No. He uses the boat only when meeting with the moon ghouls. Oh. They always go to the same place. It's on the other side of the lake. Aber das ist doch nicht gut, dann will er den doch opfern, oder? Woher weißt du von diesem Ort? How do you know about that place? My mother Evelina told me all about it. Nothing else is in that direction. Was hat sie über diesen Ort gesagt? What did she say about the place? Kleck. That is the name. When night falls, witches gather on that hill. They sing and dance in front of three white fingers.
Mother says they once belonged to an evil giant. Who belonged? The fingers or the witches? Fingers! Witches come to Kleck to call the demons from the mountain. They make and eat babies together. Ugh. What kind of woman tells stories like this to a child? Naja, das passt aber jetzt auch dazu, dass Victoria ja ihr Kind geopfert haben soll. Du hast die Mondghule gesehen? You saw the moon ghouls? More than once. And they did nothing to you? They could not. Dr. Hattur was taking them away with the boat. Sind sie Mensch oder Tier? Are they man or beast? Both. Their whole body is yellow. They don't have faces. Their faces are shadows. Ist es nicht gefährlich, um diese Zeit draußen zu sein? Isn't it dangerous to be out at this hour of night? Day, night, it's all the same to me. The only thing that matters is to finally find my mother and father. Where are they? In the lake, hiding from me. Glaubst du, ne? Wer hat dir das gesagt? Who told you that? Evelina. And now you are here fishing for your parents? Yes, but they don't love my skin. Or maybe they can't smell it in the water of the lake. I don't know. Ist das alles schlimm hier? I have to go now. What are you going to do? Wer kann mir helfen, nach Kleck zu kommen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich dahin will. Who could help me get to Kleck? You need a boat. You can't walk there. It is too far away. And you can't swim. Harley is home to my mother and father. They would be angry if you did. Wo kann ich also ein Boot finden? So, where can I find a boat? On my way here, I always pass by the old man. He has a boat. Arsen is his name. Just walk into the woods left of the lodge. His house is on a small island. Take care, little one. Take care, little priest. And if you see my mother and father, please tell them I'm waiting here. Okay, also wir haben einen Auftrag fürs nächste Mal. Wir holen uns ein Boot bei dem alten Mann auf der Insel. Hier. Und die Eltern sollen wir auch noch suchen. Das gucken wir uns beim nächsten Mal in Ruhe an. Wir machen hier eine kleine Pause. Lasst mich doch bitte wissen, ob euch das Spiel gefällt, wie es euch gefällt. Wenn man mal in die Steam-Rezensionen reinschaut, geht die Meinung doch auseinander. Es wird als ausgeglichen bewertet. Viele Leute sind darüber enttäuscht, dass es eigentlich kein richtiges Point-and-Click-Adventure sei, sondern mehr so eine Art Geschichte, die man ohne richtige Entscheidungsmöglichkeiten durchspielt. Es wird bemängelt, dass die Synchronisation nicht gut wäre, dass die Animation zu hölzern wäre. Sagt mir doch einfach mal eure Meinung. Ich kann einiges davon teilen, aber finde trotzdem die Atmosphäre gar nicht schlecht und irgendwie packt es mich doch ein bisschen. Also, einfach mal Zwischenstand. Wie ist die Lage bei euch? Wie seht ihr das Spiel hier? Und ja, schreibt mir einfach was dazu. Mich würde es interessieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn auch nicht geschehen, gerne mal ein Abo dalassen. Auf jeden Fall die Folge mal liken. Und nächstes Mal wieder einschalten, wenn ihr Bock habt. Bis dann, euer Matze.